Hallo, herzlich willkommen bei Seelencode, erkenne deine Themen. Heute habe ich die Botschaft gezogen, ich werde das Richtige tun, ich kann ab jetzt wieder gesund werden, ich kann jetzt ich selbst sein. Ich zeige euch die Karte mit den Affirmationen. Hier stellt sich die Frage, ich werde das Richtige tun. Was ist für dich das Richtige? Wo glaubst du, das Richtige zu tun oder wo glaubst du nicht, das Richtige zu tun? Hier ist immer der Code, die Blockade, immer die Gegenfrage. Ne? Ich kann ab jetzt wieder gesund werden. Wo bin ich noch im Mangel? Wo fühle ich mich nicht gesund? Was mache ich eigentlich für meine Gesundheit? Ich kann jetzt ich selbst sein. Wo blockiere ich mich noch, dass ich selbst bin? Die Klärungskarte dazu war die 5 der Münzen, der Blinde und der Lahme. Die Münzen stehen für die Erdenergie, das heißt, es ist die Hälfte, der halbe Weg, weil die ganzen sind ja 10 der Münzen. Du hast dir etwas geschaffen, bist einen halben Weg gegangen und dann bist du irgendwie durch irgendwen oder durch irgendwelche äußeren Einflüsse vielleicht oder durch das Ego, bist du auf Abwägen gekommen, der Blinde und der Lahme. Ja, der Blinde, man möchte etwas nicht sehen und der Lahme, man bewegt sich nicht. Ne? Man sieht hier, man hat hier Verletzungen davon getragen, er hat hier einen Verband am Kopf und ja, der hat 2 Stöcke, also muss sich stützen. Worauf stützt er sich? Ist er jetzt wieder umgekehrt, um abhängig zu sein von jemandem, von etwas? Oder ja, ich denke, so weit, so gut, er ist abgekommen vom Wege. Ne? Aber warum und wieso? Also, ich kann jetzt wieder ich selbst sein, wenn ich etwas geschaffen habe und keine Geduld habe, etwas nicht erwarten kann, so wie jetzt im Außen mit Corona oder wieder einem Lockdown dann, wenn er kommt. Ja, man muss sich etwas in Geduld üben, manchmal ist es so. Oder wenn man zu wenig an sich selbst glaubt, es kommt vor allem auf den Glauben drauf an. Ne? Ich kann ab jetzt wieder gesund werden, wenn ich nicht daran glaube, wenn ich nicht daran festhalte, wofür ich eigentlich einstehe, dann begebe ich mich auf Abwägen. Also dann ist das der falsche Weg. Ja? Und das ist eigentlich ein Zeichen, weil sie gehen ja, der eine ist schon fast vorbei und dieser ist hier auf Augenhöhe noch. Ne? Und sie sehen das Licht in der Kirche nicht. Die Kirche ist ja das Geistliche, das Christliche, der Glaube an Gott, ja. Man hat sich davon etwas abgewandt und dann stapft man so im Schnee dahin bei der Kälte, obwohl sie eigentlich umdrehen könnten und sich aufwärmen. Also wo bin ich da? Irgendwo am falschen Weg. Ne? Ich werde das Richtige tun. Wo tue ich nicht das Richtige? Tue ich in der Liebe nicht das Richtige? Tue ich für mich selbst nicht das Richtige? Bin ich immer im Außen statt im Innen? Wo bin ich? Wo bin ich? Bin ich von meinen festen Glauben, von meinen Vorhaben abgekommen? Oder habe ich mir ein anderes Ziel gesetzt, wo meine Intuition eigentlich sagte, das andere wäre richtig? Was habe ich da gemacht? Ne? Worum geht's da? Also erkenne hier mal deine Themen, sieh mal selbst ein bisschen hin. Die zweite war, es ist jetzt vorbei, die hatten wir schon mal. Ich kann mich jetzt wieder wohlfühlen. Ich erkenne, was ich jetzt ändern kann.
Ja, ich erkenne, was ich jetzt ändern kann, damit ich das Richtige tun werde. Ne? Hier sind die Affirmationen nochmal. Es ist jetzt vorbei, ja? Was ist jetzt vorbei? Gebe ich jetzt Klärungskarte? Gebe ich jetzt den Kampf auf, immer ständig gegen andere zu kämpfen? Immer nach außen mich verteidigen zu müssen, gebe ich jetzt endlich auf und sorge für mich selbst, denn hier steht ja, ich kann mich jetzt wieder wohlfühlen. Wann fühlst du dich wohl? Tust du immer das Gegenteil von dem, was du wirklich möchtest? Hast du dich gefragt, was du wirklich möchtest? Ich erkenne, was ich jetzt ändern kann. Hast du dir deine Themen genau angesehen? Hast du irgendwelche Möglichkeiten auf Arbeit etwas anders zu machen, damit du vielleicht nicht mit anderen, dass du dich nicht beeinflussen lässt, sozusagen, oder ja, auch in Beziehungen, so zwischenmenschliche Beziehungen? Wo hast du dich abgewendet von dem, was du eigentlich wolltest oder möchtest, wo dir deine Intuition etwas Gutes geraten hat und du, ja, siehst du, weil wenn du den falschen Weg gehst, so wie hier, der Blinde und der Lahme, ne, wie hier, dann musst du dich ständig verteidigen. Oder hast du es satt, dich zu verteidigen, zu dir selbst zu stehen? Wie sieht's da aus? Denn wenn du diesen Weg gehst, wenn du das Richtige tust, hier wieder umkehrst, dann wirst du erfolgreich sein. Dieser Mann reitet hoch zu Ross. Er hat den Hut auf, also den Kranz auf. Er hat den Rücken gerade, also zeigt er Rückgrat. Er weiß, wohin er möchte. Er hat die sechs Stäbe. Die Stäbe stehen für Feuer. Sie sind am Wachsen. Man sieht oben schon die Triebe, die kleinen. Und oben der Kranz. Er geht siegreich hervor. Nur wenn ich mich ständig umentscheide, wenn ich nicht weiß, welchen Weg ich gehen soll oder möchte, oder was das Richtige ist und mich ständig verleiten lasse, ja, dann ist es ein bisschen schwer, den richtigen Weg zu finden. Es geht im Prinzip dann darum, um eine Reise, um eine spirituelle Reise, wie schon hier gezeigt, ne, mit den fünf Münzen, weil das ist ja eine Kirche, um die spirituelle Reise. Der Wagen, er ist in Bewegung, er wird gezogen von weißen Pferden, also schwarz-weiß, Yin-Yang. Bist du selbst der Kutschbock? Also bist du selbst, der die Kutsche führt, die Pferde leitet, oder lässt du dich leiten? Wo lässt du dich hinleiten? In welche Richtung? Ja. Ich habe hier von den Heilengeln drei Botschaften. Und zwar, da geht es übergreifend um deine Pläne. Du hattest Pläne oder du hast noch Pläne und setzt sie vielleicht nicht um. Oder du hast Pläne gehabt und einen anderen Weg eingeschlagen, weil du geglaubt hast, das wird nichts. Du hast dir vielleicht einreden lassen, nee, das will ja keiner haben. Oder nee, du bist ja doof. Und du, wie gesagt, und du mit den sieben der Stäben, du musst dich ständig verteidigen. Ne? Wenn du zu dir selbst stehst, dann bleib bei deinen Plänen. Tu das, was du glaubst, was für dich das Richtige ist. Fühl in dich hinein, ja? Und ich lasse die Karte hier. Und es geht um Unabhängigkeit.
So eine schöne Karte. Man sieht, hier leuchtet der Kopf, das Scheitelchakra ist das, wo die Energien von oben herunterfließen. Ja. Das leuchtet lila, sie ist violett, also in der Transformation. Und es ist grün, es ist bunt, es wächst etwas, ja, sie ist kreativ. Hier war ganz viel Kreativität, sie hat ganz viel Kreativität, Ideen bekommen. Und ja, so wie mit den Plänen, ne? Hat dann Pläne geschmiedet und möchte unabhängig sein, ja. Also wo verteidigst du dich noch? Man kann hier auch schauen mit den 6, 7 der Stäbe. Vielleicht möchtest du ja, vielleicht glaubtest du eine Gruppe, ein Team sein zu müssen, weil hier so viele Stäbe sind, dass du alleine nicht schaffen kannst. Und nur eben in einem Team etwas erreichen kannst, um unabhängig zu werden. Das kann auch sein. Aber vielleicht bist du damit eben, wie gesagt, ich werde das Richtige tun und ich erkenne, was ich jetzt ändern kann, am falschen Weg. Also hör auf deine Intuition, vertrau dir selbst, das ist ganz wichtig. So gelangst du in deine Unabhängigkeit. Es kann, die Reise kann auch für eine öffentliche Reise stehen, also dass du vielleicht mal etwas, eine andere Umgebung besuchen sollst, dass du etwas anderes siehst, andere Menschen, mal abschaltest, für dich selbst bist, ja. Liebst du das Leben überhaupt? Ich hatte hier noch eine Karte, die dritte Karte dazu war nämlich von den Heilengel Fürsorge. Sorgst du gut für dich? Leistest du für dich selbst Fürsorge? Das sind so wunderschöne Karten, der Anblick ist traumhaft schön. Hier ist auch ganz viel Violett und Lila und man sieht hier auch, hier wachsen Blumen, sie ist sehr kreativ, aber es möchte auch etwas wachsen, sie ist sehr fürsorglich mit den Tieren, mit der Natur und auch hier der Goldkranz an ihrem Gewand, ja. Hier geht sehr viel, für mich persönlich finde ich, um den Glauben, um Spiritualität, um Selbstliebe, Selbstfürsorge, um wieder umzukehren und seine Vorhaben umzusetzen, die man hatte, ne? Sich unabhängig zu machen von anderen. Und das passt auch wiederum sehr schön zu meinen Karten, die ich gezogen habe. Hier möchte man durchs Tor gehen. Ja, hier wartet ein Tor zum Durchgehen auf dich. Ja, es wächst hier grün, es ist offen, das Tor ist offen. Du wirst da drüben erwartet. Und ja, es liegt nur noch an dir, hier durchzuschreiten. Nur wenn du am falschen Weg bist, wenn du nicht umkehrst, sondern ständig im Verteidigungsmodus, also deine Leidenschaft, deine Energie in die falschen Dinge lenkst und Entschuldigung, ich habe heute etwas Aussprachschwierigkeiten. Ja, deine Aufmerksamkeit auf das Negative lenkst, auf das Außen oder auf Kummer und Sorgen,
dann bist du ständig in einem Verteidigungsmodus und verschenkst deine Energie eben in die falsche Richtung, anstatt hier, es möchte etwas Neues entstehen. Im Außen findet ja auch nur Kampf statt. Und das Außen, es sind so viele, die eben jetzt mit Corona zum Beispiel eben den falschen Weg einschlagen, nicht glauben, dass es besser werden kann und dadurch eben zum Beispiel den falschen Weg gehen, anstatt an sich selbst zu glauben, an die Fülle. Und darum geht es nämlich jetzt im Außen zum Beispiel, ne? Es sind so viele, ja, besetzt und besessen von Außerirdischen und von Negativen, ne? Und die Regierung zum Beispiel und Ärzte und alles und auch die Menschen, sie denken nicht, sie glauben nicht an sich selbst und sie glauben nicht an das Göttliche, an das Wahre. Und es ist einfach eine Reise. Es ist eine Reise, die man antreten darf, wenn man etwas in der Welt verändern möchte. Jeder sehnt sich nach Frieden, nach Liebe. Und die fünf Münzen sind ja auch, ist ja auch eine göttliche Führung. Sie werden geführt. Nur die beiden sehen das gar nicht. Sie haben den Kopf geneigt. Und ja, hier auch die Friedenstaube herunten. Es möchte Frieden auf Erden entstehen, in der neuen Welt, ein neues Paradies. Nur wenn ich den Glauben verloren habe und mit allen anderen mitlaufe und mir jeden Blödsinn einreden lasse, dann bin ich auf der falschen Reise. Ja? Und die Reise, die geistige Welt möchte das, dass ihr die Reise antretet, um hier durch dieses Tor zu gehen. Durch die Transformation, und da geht es eben auch um Themenlösung, Gedankenmuster verändern, um Verhaltensweisen verändern und zu vertrauen und zu glauben, der tiefe Glaube an sich selbst und an Gott. Dann kann etwas Neues kommen, ja. Dann können wir siegreich hervorgehen. Das ist ja eine Kollektivlegung, ne? Und ja, es möchte etwas geerdet werden, ja. Es möchte etwas Wunderschönes geerdet werden mit Rot, das rote Chakra, Wurzelchakra und mit ganz viel Grün. Es möchte einfach geerdet werden mit Leidenschaft. Ja, deine Pläne wollen hier manifestiert werden und das geht, wenn du durch dieses Tor schreitest, mit Glauben, mit ganz viel Glauben, ja, und Vertrauen an die geistige Welt. Und wie darf das vonstatten gehen? Mit Musik. Mit Musik, mit Töne, mit Leidenschaft, mit Liebe, mit Freude, mit Spaß. Man sieht, die beiden spielen hier gemeinsam. Im Hintergrund ist so goldgelb. Also ja, das ist die geistige Welt, das Licht. Es ist alles da. Nur viele nutzen es eben nicht, ne? Und hin geht's eigentlich auch hierher, in etwas Schönes. In etwas Ruhiges, Friedliches, Wachsendes, mit viel Wiese, mit Wasser, mit Bergen, mit Licht, mit klarer, frischer Luft. Also ich sehe hier ganz viel Ankommen. Ich sehe und fühle hier ganz viel angekommen sein. In einem inneren wie äußeren Reich, mit Frieden, Liebe, Harmonie, Verständnis, Geborgenheit. Das sehe ich hier in dieser Karte, ja. Das fühle ich auch, das strahlt diese Karte aus. Ja. Woran glaubst du jetzt wirklich? An Corona? An die Regierung? Wachst du jetzt endlich auf und sträubst dich mal dagegen? Verteidigst du dich selbst? Machst dich unabhängig, leistest für dich Fürsorge, wie gesagt, machst du dich unabhängig, denn wie gesagt, hier, du bist geführt, es möchten
deine Fähigkeiten erwachen, gesehen und gefühlt werden. Sie werden gebraucht. Die geistige Welt wartet auf Unterstützung von uns Menschen, von uns Erdenkinder, ja. Alleine schafft sie das nicht. Wir wohnen hier auf der Erde und wir wollen unseren Frieden. Und wenn wir nicht für uns einstehen und für unsere Unabhängigkeit kämpfen, im Innern wie im Außen, persönlich wie auch für global das Kollektiv, dann kann nichts Besseres kommen. Ist doch irgendwo komplett logisch. Ja? Willst du deine Pläne verwirklichen oder soll Bill Gates und die Regierung ihre Pläne verwirklichen? Also was ist euch lieber? Impfen und eure Gehirnzellen kaputt machen lassen, einsperren, chippen, ständig kontrolliert zu werden wie Marionetten. Also das passiert dann wirklich, das kommt ja. Wenn ihr es so haben wollt, ganz einfach. Wir sind jetzt in einer noch immer Transformation und die geistige Welt wartet auf die Unterstützung der Erdlinge, ja, der Erdenbewohner, der Menschen, die endlich aufwachen sollen und an sich selbst glauben und ihre Energie nach außen geben. Ja? Nicht nur demonstrieren zum Beispiel, sondern ihr Licht nach außen strahlen. Es ist Zeit, alle Traurigkeit und Mutlosigkeit zu transformieren. Ich bin bei dir und unterstütze dich dabei. Ja? Wir haben die Hilfe, wir haben die Hilfe von oben. Nur wenn wir nichts tun, ja, dann kann nichts Schöneres kommen. Ganz einfach. Und das ist überall so, egal ob jetzt in der Liebe, in zwischenmenschlichen Beziehungen, in den eigenen Beziehungen, in Geschäftsbeziehungen, in Partnerschaften, welcher Art auch immer, ob das jetzt privat ist oder in neue Vorhaben, in Pläne, beruflich, gesundheitlich. Wenn ich nichts verändere, kann sich nichts im Außen verändern. Alles liegt an uns. Wenn du etwas Besseres möchtest, dann hast du auch deinen Beitrag zu leisten. Und das wartet auf dich, ja, die Fülle, genauso wie hier, die Fülle, das Paradies. Das Paradies möchte kommen, ja, das Paradies auf Erden. Doch wir müssen fest daran glauben, durch das Tor gehen, mit Leichtigkeit und Verspieltheit, und für uns selbst einsetzen, unabhängig sein, ja, uns verteidigen, ja, um frei zu sein, wirklich frei zu sein. Was bedeutet Freiheit für dich? Deine Verantwortung abzugeben und die Regierung alle Entscheidungen treffen zu lassen und du tust alles, was die sagen? Oder geht es dir am Zeiger? Möchtest du innerlich wie äußerlich frei sein, tun, was du möchtest, was dir Spaß macht, mit Liebe und Leidenschaft, dann tu was, dann verändere deine Gedanken, deine Einstellung, deine innere Haltung, verändere deine Verhaltensweisen, deine Gedankenmuster, ja, bewege dich, tanze, singe, hab Spaß, zeig die Freude, lautes Lachen. Ja, das möchte kommen, ja, in allen Bereichen, dieses Innen zu Hause ankommen und auch zu außen zu Hause ankommen. Nur wie gesagt, wenn keiner den Finger rührt, jeder Einzelne trägt seinen Beitrag dazu bei. Jeder Einzelne hat die Kraft und die Macht, jeder, ja. Tiere machen das schon ganz lange und sie opfern sich für uns. Was machen die alles durch? Und der Mensch ist immer noch zu schwach dazu und eingebildet und glaubt, er kann nichts bewirken. Ja.
Fülle, ich unterstütze dich jetzt besonders bei allen Themen, die mit der Materie zu tun haben. Ja, es möchten Pläne verwirklicht werden. Setzt euer Licht ein und bringt es nach außen. Setzt eure Fähigkeiten ein und bringt es nach außen. Ja. Ja, das wartet auf uns. Manifestation, ja. Unterstützung von einem König der Münzen. Das wartet, ja. Unterstützung. Du hast Hilfe oder du bekommst Hilfe. Hier möchte etwas in Bewegung gebracht werden, ja. Seht ihr die Stäbe, wie ich gesagt habe? Nachrichten kommen oder Nachrichten wollen rausgehen von euch. Ihr habt Pläne geschmiedet, ihr wart kreativ, ihr seid geistig sehr gut drauf. Mental stark. Viele sind im Herzen ganz stark. Ja? Bewegt euch. Tut was. Arbeitet mit. Und es möchte hier die Seelenberührung sich zeigen. Ja? Mit meiner Hilfe kommst du wieder tiefer in Berührung mit deiner Seele. Wenn du umkehrst, ja, hier an die geistige Welt glaubst, glaub dran und vertraue, dass alles gut ist, wie es ist und dass es sich verändern wird. Aber du musst mitarbeiten, ja. Wir sind in der Transformation, ja. Dann kann so viel Gutes kommen. Tja, so sieht's aus, meine Lieben. Das war's für heute. Vielleicht geht ihr euch noch mal das Ganze im Gedanken durch und schaut, wo eure Themen sind, wo hält ihr euch immer noch euer Licht zurück, euer Strahlen. Ich probiere jetzt noch mal, ich ziehe jetzt noch eine innere Kindkarte, so eine Lebenskarte. Was ist jetzt richtig und gut und wichtig? Schauen wir mal ob. Zwei, drei. Alles geht vorüber. Das einzig Unveränderliche ist die Veränderlichkeit. Bitteschön. Genau. Aber das geht nur, wenn das komplette Kollektiv endlich aufwacht und mitzieht. Ja? Dann, nichts nimmt mir meinen Mut. Genau. Nichts nimmt mir meinen Mut, sagt das innere Kind. Endlich, nimm dir den Mut zusammen, geh auf Reisen. Genauso wie hier. Ja, ist ja perfekt. Passt so perfekt, genau. Reise, geistig, mit dem Herzen, unternimm was. Genau. Und das, ich will aus der Rolle fallen, damit ich aus der Falle rolle. Na genau, Bewegung. Hier ist das, genau. Es gibt dich, du bist einzigartig. Du bist nicht wer anderer. Du spielst viele Rollen, aber es ist gut, mal aus der Rolle zu fallen, ne? Damit du dich unabhängig machen kannst, wie die Karten erst gezeigt haben, ja? Sei du selbst, geh deinen Weg. Denn es ist vorbei und du kannst dich jetzt wieder wohlfühlen und erkenne, was du jetzt ändern kannst, damit du wirklich in diese Fülle kommen kannst, ja? Und du kannst diesen Sieg erreichen, ja? Sonst wäre er nicht rausgefallen. Siegreich gehst du hervor. Dreh um und seh das Licht, das dir leuchtet. So, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ganz liebe Grüße. Gabriele, tschüss.